Willkommen in New York, willkommen zu The Division. Ich dachte mir, ich nehme die Singleplayer-Kampagne, beziehungsweise das, was hier in der Beta verfügbar ist, einfach mal für euch auf und gewähre euch da mal einen kleinen Einblick. Hab zwar das Review gemacht, aber man sieht ja doch nicht so viel vom Gameplay, beziehungsweise von den Sachen, die man so machen kann. Ich bin momentan mit meinem ja, voll, also fast voll ausgerüsteten Charakter hier unterwegs. Hab da schon diverse Sachen freigespielt, hab das Max-Level erreicht. Normales Level liegt ja hier bei Level 8, das Dark Zone-Level bei Level 12. Was man hier sieht. Und ja, ich dachte mir, ich fange einfach mal ein neues Spiel an. Das geht nämlich relativ gut. Das sind so. Ist so die Sache, die mir ein bisschen bei den letzten Assassin's Creed-Spielen gefehlt hat, zum Beispiel, dass man einfach ein neues Spiel erstellen kann und das geht hier wunderbar. Man hat vier Plätze zur Auswahl und das ist richtig gut. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Keine Ahnung, wie viele Folgen das werden, keine Ahnung, wie viel ich jetzt mache. Ich dachte einfach nur, ich fange einfach mal an und mache definitiv die eine Hauptmission, die zur Verfügung steht. Und vielleicht noch ein paar von den Nebenmissionen, die da sind, wobei das jetzt nicht so viel ist, was da momentan geboten wird. Aber dafür ist es eine Beta. Das, was dann das Hauptspiel wird, sehen wir dann am 8.3. Ich starte jetzt einfach mal direkt in die Charaktererstellung. Und wie ich am Review schon sagte, haben wir hier nur die Auswahl zwischen männlich und weiblich und dann eben zufällige ja, zufällige Charaktere, die generiert werden können. Das sind auch immer dieselben. Man klickt sich da im Endeffekt bloß immer wieder durch dieselben durch. Ich werde auch definitiv einen Kerl spielen. Wieso sehen die Haare von denen momentan so komisch aus? Das ist so eckig. Egal, auf jeden Fall will ich einen bärtigen hier. Ja, doch. Ja, der ist okay. So, Agent aktivieren. Bitte. Und los geht's. Hey! Halten Sie durch! Sie wach! Ich brauch Sie! Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur. Landung in einer Minute. Sie müssen das gleich auf der rechten Seite sehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. JTF 68 on Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, JTF 68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Willkommen am Hudson Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstille herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück, Sie werden es brauchen. Wird schon werden. Also dann, auf geht's, ab geht's. Camp Hudson, dort steigen wir ein. Der Quartiermeister ist Ihr Mann. Sie finden ihn direkt am Tor. Ich brauche eine Trage hier am Dock.
Da kommen sie, die tragenden Träger. Hat. Also können eigentlich mal schauen, ob wir sehen, wie die abtransportiert wird. Da habe ich nämlich beim ersten Mal ich gar nicht so drauf geachtet. Wow, das Schiff. Krass. Wir spielen im Übrigen alles auf maximalen Einstellungen. Können wir mal eben ins Einstellungsmenü gehen. Grafik, wie man sieht, ist alles auf Anschlag gedreht. Bis auf das Bild scharf stellen. Wobei, Moment. Verdammt, es ist nicht alles auf Anschlag gedreht, sehe ich gerade. Aha. Ja. Oder? Moment. Da muss ich kurz durchschalten. Das wäre jetzt natürlich doof. Das war Ultra, Super Sampling. Ultra, ja. Ultra. Aha. Okay. Objektdetails, ja bitte. Da. Ich hoffe jetzt mal, dass ich nicht wieder alles umstellen muss. Beziehungsweise neu starten muss. Verdammt. Und wir müssen alles neu starten. Nervt. Verdammt. Egal, wir spielen es jetzt erstmal so. Ich werde es dann bei der nächsten Folge mit den neuen Einstellungen übernehmen. Und sie wird nicht abtransportiert, so wie ich das sehe. Ja, okay, also wir werden definitiv im nächsten Part alles auf Ultra dann geschaltet haben. Aber selbst jetzt schon, es sieht einfach atemberaubend aus. Und es läuft super flüssig. Hi ho. So. Weißt du, ich verstehe, warum wir dieses Zeug tragen müssen. Aber mal ehrlich, man fühlt sich wie ein Pappmaché. Man kann nichts machen. Ist total hilflos. Da heulen die hier rum. Andere sterben da draußen und die regen sich auf, dass sie diese Schutzanzüge tragen müssen. So, im Übrigen, wir starten direkt mit Level 4 ins Spiel. Ich gehe auch mal davon aus, dass diese Szene, die wir gerade gesehen haben, noch ein bisschen weiter im Spiel ist. Dass wir, denke ich mal, so, ich weiß nicht, ich schätze mal eine Stunde, anderthalb Stunden vielleicht, schon im Spiel drin sind. Wir sind auch schon großteils mit grüner Ausrüstung ausgestattet. Kann auch, glaube ich, schon eine Fähigkeit ausrüsten. Charakter. Verdammt, wo war denn das? Ah, hier, Fähigkeiten. Stehen Fähigkeiten zur Verfügung, ja. Möchte ich anlegen. Ich nehme den Scan. Der ist ganz nützlich. So. Wir haben auch schon Händler, da haben wir momentan noch nichts an Credits, von daher. Es kann sein, dass die Verteilungszentren für Notrationen überlastet sind. Sollten Sie an sich grippeähnliche Symptome finden? So, hier können wir schon mal Nebenquests annehmen, das machen wir auch direkt. Oh, du siehst müde aus, Agent. Und ich sag's ja nur ungern, aber es gibt noch so viel zu tun. Also denk dran, Wolle ist bei diesem Wetter besser als Synthetik. Und hör mal, ich habe diesen Funkjob zwar nur wegen meines Ischias bekommen, aber ich werde dich mit allen Infos versorgen, die du brauchst, Schätzchen. Ja, ja. But then I took an arrow in the knee. So fast. Für die Leute, die es kennen. So, jetzt werden wir direkt noch die Einsatzkarte checken. Nice.
Dann ab in die offene Spielwelt. Zur Erinnerung: Die symptomatische Behandlung kann und sollte in der Sicherheit Ihres eigenen Zuhauses erfolgen. Bei Auftreten von Pusteln, Geschwüren, starken. So, wir begeben uns jetzt zur Hauptoperationsbasis. Ich bin ja, wie gesagt, schon im Spiel etwas weiter. Ich habe circa 10, 12 Stunden gespielt, die Beta. War auch viel in der Dark Zone unterwegs. Da werden auch noch ein paar Videos folgen vom Dark Zone Gameplay. Ups, da hinten lag noch was. Es fesselt einfach, ne? Gerade wer sammellustig ist, wird hier in dem Spiel definitiv belohnt. Weil man einfach so viele Sachen findet von Gegnern. Gerade wenn man auch in einer Gruppe unterwegs ist, macht es so viel Spaß, dort in der Dark Zone rumzurennen. Und man kommt teilweise auch. Brüllt die mich ja einfach voll. The fuck? was wollte ich sagen? Hab ich vergessen. Es kommen auch relativ witzige Sachen zustande in der Dark Zone. Gerade wenn man dann mit einer Gruppe von so 10 Mann unterwegs ist und Spielerkiller jagt. Das ist ganz witzig. Und es sieht einfach so gut aus. Selbst wenn jetzt ein paar Sachen noch nicht auf Ultra geschalten sind und ich auch nicht weiß, ob die Einstellungen für das Spiel so feiner sind. Da vorne sind die ersten Gegner. Deckungssystem funktioniert klasse. So Granaten habe ich noch gar keinen, glaube ich. Ja. Wow. Tränengasgranate. Die prügeln sich auch. Ich würde mir wünschen, dass man hier noch, wie bei Assassin's Creed zum Beispiel, diese Massen-Events, dass man da noch so kleine Erfahrungsboosts bekommt. Es muss durch leichte Waffen. Unter Beschuss. Plünderer haben uns im Visier. JTF, hört ihr uns? Bitte komm! Signalverfolgung. Analyse beendet. Ladekoordinaten hoch. Geh mir doch nicht. Weg. Zwei weg. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Tango ist im Anmarsch. Von wo? Von da hinten. Heiliger Scheiß. Nicht zurückweichen. Sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Schön. Ohne Sie wären wir jetzt dort. Ich hätte nichts dagegen, Sie immer mit dabei zu haben. In Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF. Gib mir eine Belohnung. Glück für die Stadt. Dann halt nicht. So, den ersten Loot. Schauen, was wir bekommen haben. Eine MP5. Vollstoßautomatik. Ich mach, glaube ich, einen Dreifachschuss, wenn mich nicht alles täuscht. Legen die mal an. Ja. Die behalten wir auch direkt mal angelegt. Man sieht, dass die Waffen meine DPS-Anzeige haben und eine Schadensanzeige. Wie genau
das sich jetzt verhält und was dann mehr Schaden macht, kann ich momentan ehrlich gesagt nicht wirklich sagen. Ich denke mal, das wird sich mit den Schüssen pro Minute dann zusammenrechnen. Aber noch bin ich mir da nicht so ganz sicher, was besser ist und welche Aufsätze man am besten benutzt und alles. Das wird sich dann, denke ich mal, wenn das Spiel dann fertig draußen Zentrale, ist. Hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Director 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, Sie nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Auf lokale JTF-Frequenzen. Einheit 43, Vorsicht! Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Ohne auf Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Foster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke! Los, los, los! Wow. Mal eben alles nachladen. Da ist auch kein Scan verfügbar momentan. Aber ich glaube, das müssen die letzten zwei sein da hinten. Autsch! Und ich kann nicht zielen. Verdammt! Komm, steck den Köpfchen raus. Sehr schön. Noch jemand? Wo? Ach da. Mich schafft ihr nicht. So, noch einer. Zentrale, die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht, die Division hat uns den Arsch gerettet. Ja, ja, krass. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. So, Loot-Unterteilung ist, glaube ich, wie in jedem MMO. Grün ist so dieses gute Anfangsgear. Später kriegen wir dann Blau, dann epische Sachen, die dann lila sind. Und wie haben wir einen bedürftigen Zivilisten? Wenn wir den Leuten Sachen geben, geben die uns wiederum andere Sachen. Die hat uns jetzt zum Beispiel eine Jacke gegeben. Schauen wir mal, wie das aussieht, was wir bekommen haben. Türkise Sachen sind... Oh! Oh, das ist interessant. Ich habe ja mit dem alten Charakter schon ein paar Sachen eingesammelt. Und hab jetzt hier zum Beispiel die Klamotten, Türkis sind immer normale Klamotten, die einfach nur das Aussehen bestimmen und keine Auswirkungen auf irgendwelche Lebenspunkte oder ähnliches haben. Und das sind alle noch die von meinem höherstufigeren Charakter. Das ist nice. Das ist wirklich nice. Nämlich den Cardigan. Das... Das ist wirklich cool. Eine Windbreaker. Ein Beanie. Ja, cool. Das hätte ich nicht gedacht, dass man das auch noch benutzen kann. Scheint aber so zu sein. Das finde ich cool. Dass wenigstens so ein paar Sachen mit übernommen werden für andere Charaktere. So, dann mal auf in die Basis. Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen.
Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Und ich würde mal sagen, die Basis schauen wir uns in der nächsten Folge an. Oh, Schatten flackern. Okay. Wird bestimmt noch gefixt, hoffe ich mal. Wie gesagt, die Basis schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe mal, soweit gefällt es euch. Ich weiß, es ist noch nicht so viel passiert. Mein Commentary ist auch nicht das Beste. Aber ich werde dran arbeiten, das definitiv. Und ja, mit dem Gesagten verabschiede ich mich für heute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!